Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Windbound. Ich bin die Anna von den Chunky Monkeys. Ja, wir haben in der letzten Folge den letzten Schlüssel gefunden. Und wir werden uns jetzt gleich mal zum Altar begeben, beziehungsweise zum Segenschrein. Ja, so, wir segeln jetzt erstmal rückwärts. So. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo war denn der jetzt überhaupt? Den müssen wir jetzt erstmal suchen. Ich glaube. Ah, doch, ich sehe ihn schon. Da geradeaus hinten ist er. So. Einmal umgedreht. Und volle Kraft voraus. So, sehr schön. Haben wir eigentlich noch genug zum Essen dabei? Ja, 17 Dörrfleisch und ein kleines rohes. Okay. Ich bin ja schon gespannt, was uns jetzt erwartet. Was den vierten Boss anbelangt. Weil beim letzten war das ja nicht so easy. Also ich bin echt schon neugierig. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir erstmal drüben angekommen sind. So, erstmal wieder die Segel straffen. Huiuiuiui. So, springt hier irgendwo ein Hai rum? Nee. Schaut nicht so aus. Wir sind irgendwie immer noch voll im Ungleichgewicht, was das Boot belangt. Aber ich habe auch gesehen, man kann, glaube ich, auch mehrere Boote zu einem zusammenfügen. Das werde ich, glaube ich, im fünften Kapitel jetzt dann mal versuchen. Aber erstmal müssen wir den Boss hier schaffen. So, hier sind jetzt schon wieder Algen. Ne, das sind Korallen. Die uns Schaden zufügen wollen. So. Sehr schön. Und wir sind da. So, dann füllen wir jetzt erstmal unsere Leiste auf. So. Jawohl. Und ab geht's. Ab geht die Post. Haben wir eigentlich noch Pfeile? 13 Stück, das ist nicht sonderlich viel. Ich glaube, da werden wir uns vorher nochmal welche holen. Beziehungsweise herstellen. So, mal gucken. Waffen. Pfeile. Okay, jetzt haben wir kein Holz mehr. Die Blinkfedern brauchen wir noch. Dann können wir noch ein paar Knochenpfeile. Nee, Spektralpfeile machen wir keine. Da ist mir das zu schade für die spektralen Überreste. So, okay, gut. Wir haben jetzt wieder 25 Knochenpfeile. Das dürfte reichen. Jetzt leeren wir unser Inventar gerade nochmal aus. Verdorbenes Essen. Oh, oh. Das brauchen wir nicht. Ups, wir sind schon wieder voll. In dem einen Korb. Giftdrüse. Stimmt, die hatten wir ja auch gesammelt. Okay, so. Aber jetzt. Ab geht die Post.
Ja, einmal. Und zweimal. Jawohl, Spiel ist gespeichert. So, Leute. Mal gucken. Oh Mann. Oh oh. Ich tanzte für unser Volk, Schiffbrüchige. Ich tanze um Feuergruben und über Schiffswracks. Ich tanze auf dem gebrochenen Rücken unserer Götter und inmitten der Ruinen unserer Zivilisation. Komm jetzt, tanz mit mir. Nee, ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Autsch. Ach nö. Kommt schon wieder so ein Typi. Okay, ich glaube, ich werde es jetzt doch mit meinem Bogen versuchen. Autsch! Nein! So, jetzt essen wir erstmal was. Hui! Autsch! Okay, er ist tot, Leute. Huiuiuiui! Die Musik hat aufgehört, aber ich höre noch immer den Takt, fühle den schrecklichen Zwang seiner Rhythmen. Okay, nee, ich höre gar nichts. Sorry, tut mir leid. Lauter und lauter, es klingt wie der Ozean. Wir haben ihn besiegt, wir haben ihn besiegt, yay! Ich freue mich. So, sammeln wir erstmal die spektralen Überreste ein. Jip, jip. Nice. Sehr schön. Also das mit dem Essen zwischendrin, das tut schon echt gut. Ich bin zwar auch leicht vergiftet, aber sobald wir in Kapitel 5 angekommen sind, sind wir nicht mehr vergiftet. So. Erstmal unseren Schlüssel hier. Nice. Okay. Die Bewohner der Insel stahlen die Magie der Großen, um ihre Türme zu beleuchten. Damit verschoben sie auch das Gleichgewicht der Macht und ein einst heiliges Bündnis wurde unwiderruflich beschädigt. Okay, so Leute. So wie das ausschaut, haben wir jetzt noch ein Kapitel vor uns. Aber jetzt geht's erstmal zum Segenschrein.
Volle Kanne voraus. Ach, wir sind jetzt schon nicht mehr vergiftet. Und unsere Ausdauer ist auch wieder oben. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Oh Gott. Sie schaut ziemlich wütend aus. Jetzt kommt die epische Musik wieder. Das hört sich schon echt geil an. Hui. Ey, das macht so Bock. Wuhu. Auch wenn es immer leicht gruselig ausschaut. Oh Gott. Komm schon. Los, weiter. Und davon müsste jetzt dann schon der Schrein kommen. Eigentlich. Ja, schaut schon mal gut aus. Hi vor uns. Hi vor uns. Nein, ich gucke jetzt nicht zurück. Keinen Bock zu. Absolut nicht. Na sag mal, wie lange dauert denn das noch? Hui! Na komm schon. Nee, heißt nicht hin uns. Okay. Wäre auch ein bisschen doof, wenn in der Überfahrt jetzt irgendwie so das Boot kentert. Na komm schon. Oh Gott. Das waren jetzt die Quallen. Huh. Yay. Oh, da vorne ist der Altar. So. Na komm. So, nice. Huh. Voll ans Land gefahren. Jetzt gucke Mama. Gordels Abgründe. Die große Gordel suchte nach den Geheimnissen des Ozeans und warf sich in bodenlose Abgründe, um die 7 unerkennbaren Lieder zu erlernen. Tauche tief ins Wasser, um Schätze unter der Oberfläche zu finden. Okay. So, was haben wir dann noch? Neklas Unsterblichkeit. Für ihre Arroganz wurde Nekla mit einem endlosen Leben bestraft, auf das sie nie Frieden in den kalten Tiefen der Ewigkeit finden würde. Auch du wirst so leiden. Wunden, die sich immer schließen, ein Herz, das immer weiter pumpt. Die Gesundheit regeneriert sich kontinuierlich. Hey, das ist ja richtig, richtig geil. Das nehmen wir gleich mal. Also das wird definitiv ausgerüstet.
Da fliegen schon ganz schön viele Kristalle oben drum. So, wie viel haben wir noch? 2800. Okay, eine vierte Gabe der Götter. Die nehmen wir auch mit. Und dann nehmen wir diese Unterwasserschätze auch nochmal mit. Okay. Nice. Jetzt können wir unsere Opfer wieder auswählen, was wir jetzt nehmen. Okay. Der Effekt von Giften ist stark reduziert. Das lassen wir jetzt mal weg. Ach, das ist diese Tasche. Okay, und die Gesundheit nehmen wir definitiv. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Kombination. So, Freunde, es ist leider schon wieder an der Zeit, Tschüss zu sagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like und ein Abo da, würde mich riesig freuen. Und dann sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge.